Willkommen zurück zur Folge 16 von Vampires Dawn 2. Was bisher geschah? Mitten auf See wird die Entourage um Nyria, Sir Aaron und den immer noch schwer verletzten Asmos von Meeresmonstern angegriffen. Doch Nyria und die immer noch namenlose Wache, die ich kurzerhand Esteban getauft habe, machen kurzen Prozess mit den Invasoren. Dann schlussendlich können wir Asmos auf Burg Horan bringen. Doch auch die hiesigen Heiler wissen nicht weiter. Die Wunde scheint irgendwie magisch verflucht. Einzige Hoffnung auf Asmos Überleben sind die Heiler des Tempels nordwestlich von hier, die seit kurzem mit einem Propheten zusammenarbeiten. Der hat mir eben die Wiederkehr der Elras prognostiziert. Mysteriös. Nyria und Esteban machen sich auf jeden Fall auf den Weg in die Berge. Naja gut, dann würde ich mal sagen, organisieren wir dem guten Asmos Kleier doch sein kleines Heilmittelchen, auf das er lange und gesund leben möge. Ja, hier oben, denke ich mal, geht's dann weiter zum Tempel. Oh, die Musik ist aber ominös. Die liebliche Melodie der Gefahr, die uns da ins Ohr säuselt. Ja. Okay, ich nehme an, hier in der Mitte geht's lang. Zumindest würde ich so mappen. Ihr wisst, wenn ihr mich kennt, dass ich überall anders lang gehe. Und hier haben wir ja auf jeden Fall schon eine kleine Höhle. Und eine kleine Echse. Boah, die ist aber niedlich. Ein kleines Echsen-Kobold-Vieh. Okay, erstmal zu dieser Schatztruhe. Einen Speicherstein erhalten. Und da wir gerade erst gespeichert haben, also einen solchen eingesetzt haben, würde ich sagen, kämpfe nochmal gegen das Vieh. Okay, die ist jetzt optisch deutlich weniger ansprechend als auf der Karte. Oh, Messerwurf. Top. Auch das funktioniert jetzt hier. Ich habe den Skill, merkt ihr, so ein bisschen für mich entdeckt in der letzten Folge, denn Instant Death mit zwar einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber finde ich gar nicht verkehrt. Gibt's hier sonst was? Hier noch? Nö. Sieht nicht so aus, als ob es hier sonst noch irgendwie weitergeht. Scheint also eine Höhle für diesen Speicherstein und den Gegner zu sein. Top. Vielleicht, wenn Nyri auch die Möglichkeit hätte, Dinge zu skillen, also Geheimnisse entdecken oder so, hätte man das mal machen können. Das Ganze wiederhole ich jetzt natürlich auch mit der anderen Seite. Und auch hier haben wir eine Höhle hinter einem Baum. Diesmal ist es um das Laub nicht so ganz gut bestellt. Aber auch hier jetzt ein Kampf gegen dieses Vieh. Also irgendwie sieht ein bisschen ungesund aus. Ist keine ästhetisch ansprechende Echse, muss ich sagen. Nee, das verfehlt. Okay, verstehe. Angriff. Mal gucken, was diese Viecher so können. Ach nee, die Ausweichrate, ist das nicht fantastisch. Ah, irgendwie habe ich mich an die Kampfmusik gewöhnt. Ich weiß jetzt nicht, wann ich nochmal wechseln soll. Und zu welcher. Vielleicht rotiere ich so ein bisschen rum. So alle 5 Folgen oder so mal ein neues Battle-Theme wäre doch, glaube ich, keine verkehrte Geschichte. Die stecken aber ganz schön was ein. Also ich glaube, die Strategie jetzt einfach mal in Zukunft auch mit diesem Messerwurf zu arbeiten, finde ich gar nicht. Was, jetzt ist er rasend. Ich habe das gar nicht lesen können, was das für ein Skill war. Irgendwas mit Giftdorn. Bang-Giftdorn? Gibt aber irgendwie keinen Sinn. So, also meine Strategie für diese Viecher sieht jetzt aus, so lange den Messerwurf zu spammen, bis die den Geist aufgeben. Das scheint mir eine bessere Alternative zu sein. Okay, dieser Bereich, dieses Areal scheint mir ungemein größer zu sein. Und da unten ist das, was ist das für ein Vogel, Heiltrank? Das ist aber ein niedliches Vögelchen. Das ist ein Tauboga oder Tauboss sogar. Jetzt können wir noch ein paar Pokémon fangen. Oi. Der war im Gym. Der hat ein bisschen gepumpt. Oh, sie ist blind. Ah ja, na, das... Leider kann man mit der ersten Hilfe nur Blutung stillen. Das heißt also, ich werde jetzt weiterhin versuchen, den Messerwurf zu spammen. Weil der, glaube ich, ist meine Theorie, auch wenn das total sinnlos ist, nicht von dem Blindspell betroffen ist. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit nicht heruntergeht, wenn man blind ist. So viel zu meiner Theorie. Konnte ich an diesen Viechern auf dem Schiff sehr gut trainieren, was wie wahrscheinlich ist. Okay, aber ja, scheinbar nach unten scheint es hier nicht zu gehen und es war wirklich auch nur für dieses Item hier in der Kiste notwendig. Okay. Ich könnte jetzt natürlich die gesamten Ränder wieder abgehen und euch damit absolut zur Weißglut treiben, aber das mache ich natürlich nicht. Was ich mich aber frage, habe ich mich glaube ich auch schon in der letzten Folge gefragt, so ein kleines Echsenvieh. Na komm, naja, was ich mir in der letzten Folge schon gefragt habe, warum bauen die so einen Tempel und der ist dann möglicherweise so schwer erreichbar oder mitten in dem Einzugsgebiet irgendwelcher blutrünstiger Monster? Auch das noch. Es ist nur Regen, Lady Nyria, wir schaffen das schon. Bro, deine Rüstung rostet. Das ist wenigstens eine vernünftige Einstellung. Asmos braucht uns. Das ist kein Gegner, gut.
Das ist einfach so eine random Geschichte. Okay, wir haben jetzt doch ein deutlich vertracktes Höhlensystem hier. Na komm, das gönne ich mir. Der gute Kampf gegen das Federvieh hier. Ich habe mir, fällt mir jetzt gerade auf, im Schloss keine Heil-Items gegönnt. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber ich habe 23 davon. Da Nyria sich sowieso nach jedem Kampf komplett heilen kann, würde ich sagen, ist das gar nicht notwendig, da jetzt viel zu organisieren. Außerdem geben mir die Gegner ebenfalls Heilgegenstände, wie zum Beispiel Heilfiolen, die 100 HP bringen. Ist aber nicht nötig, denn ich kann einfach Kräfte sammeln nach jedem Kampf. Warum mache ich die nicht vollständig hier? Voll HP. Klasse. Es ist wieder faszinierend. Genau. Ja, also das scheint mir ein relativ vertracktes Höhlensystem zu sein. Ich weiß jetzt nicht, also die Höhle, ob das jetzt einfach nur zur Deko war, ob das hier irgendwie einen Geheimgang gibt oder so. Ach ja, ne? Es ist immer so eine Schwierigkeit. Hier würde ich einen verstecken. Feuerrune erhalten. Ich sag's, Leute. Es lohnt sich. Na, das Glück des Untüchtigen. Hier gibt's dann das Vieh. Gut, okay. Also die Gegner, ja, sie sind ätzend, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ist jetzt deutlich für mich eine Herausforderung. Vor allem, weil man die ganz gut mit dem Spammen dieses Messerwurfes besiegen kann. Deswegen würde ich sagen, den Kampf machen wir doch mal eben. Dann haben wir zwei, glaube ich, von jeder Sorte. Und dann, oder drei von jeder Sorte. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den Rundumschlag gemacht habe. Das ergibt gar keinen Sinn. Und dann würde ich sagen, auch diese Kämpfe überspringe ich dann in Zukunft. Ja. Weil meine Taktik ist, so lange Messer zu werfen, bis einer trifft. Bumm. Ja. Ich finde es gut. Also, ich finde, in solchen Dungeons kommt es richtig zur Geltung, dass man den Gegnern, den Kämpfen auch ausweichen kann, wenn man denn möchte. Es ist jetzt so, 280 Erfahrung ist jetzt auch nicht die Welt. Auf der anderen Seite weiß man ja nicht, was Nyria und Co. Oh, eine Ziege! Ma Mensch! Bäh! Oder war das ein Schaf? Ziege war, glaube ich, bäh, oder? Schaf war mäh, Ziege war bäh. Ich weiß es nicht. Ich und Tiergeräusche. So. Geht's hier lang? Nee, also das ist ja so ein bisschen diese Rollenspielkonvention, dass man, wenn jetzt sozusagen keine natürliche Begrenzung ist, dass man dann in den nächsten Screen kommt. Die wurde hier dagegen, wurde jäh verstoßen. Es ist eine Katastrophe. Wie soll ich mich jetzt nur zurechtfinden? So, hier mal gegen diesen Tauboss noch. Das ist auf jeden Fall, also... Naja, also die Federn, das ist auf jeden Fall Klasse A-Vogel. Okay, noch nicht mal einen Schnitt gebraucht. Fantastisch. Ich habe den Messerwurf viel zu spät für mich entdeckt. Das ist jetzt mein Lieblingsskill. Aber jetzt die Ziege. Ich fürchte, die kann mir in keinster Weise behilflich sein. Aber niedlich. Streicheln. Einen kleinen Streichelzoo. Nyria, mach doch hier im Tempel einen Streichelzoo auf. Aber warum muss das denn so vertrackt sein? Hätten die den Tempel nicht auf einer vernünftigen, so eine schöne Einfahrt machen können mit Parkplätzen, ne, Besucherparkplätzen und sowas? Wäre doch nicht verkehrt gewesen. Nee, stattdessen müssen wir einmal durch die Walachei joggen. Aha. Na gut. Jetzt aber. Aber auch das funktioniert. Ha! Keinen Schnitt gebraucht, mal wieder. Das ist fantastisch. Es kürzt die Spielzeit so runter. Ich fühle mir, das fühlt sich fast so ein bisschen wie Cheaten an, muss ich sagen, der Messerwurf. Auf der anderen Seite bringt es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts. Ich weiß ja immer noch nicht, was mit Nyria los ist. Ist das eine zweite Ziege? Das ist immer noch die eine, die sie führte. Die kann mir in keinster Weise behilflich sein. Vielleicht ist das ein Rätsel. Finde die 10 Ziegen. War ich in dieser Höhle schon drin? Boah, ich mit meinem Orientierungssinn. Das ist eine Katastrophe. Brandgiftdorn heißt das. Was auch immer das bedeutet, auf jeden Fall macht es meine Charaktere rasen. Und damit ist meine einzige Taktik, so lange Messer zu werfen, bis irgendwie da mal ein Ableben des Gegners zustande kommt, hin. Denn Nyria ist jetzt im Grunde genommen für mich nicht mehr kontrollierbar. Sie greift völlig autark an. Das ist Raserei, kennt man aber auch aus Spielen wie jetzt beispielsweise Final Fantasy. Da heißt es, glaube ich, Tobsucht oder auch Raserei, je nach, glaube ich, Spiel und Übersetzung. Ihm würde ich jetzt mal eine wunderschöne, ja, einen Heilbalsam unterordnen und Nyria heile ich einfach nicht mehr. Ne? Kann aber durchaus sein, dass es kritisch wird, wenn jetzt die gesamte Party rasend ist und ich relativ wenig HP habe. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich am Anfang des Kampfes immer relativ gut mit den HP ausgestattet bin, um halt eben entsprechende Ablebungserscheinungen, wie sie dem Asmos-Kleier drohen, nicht mehr zu haben.
Genau, ich kann jetzt mit Nyria mich aber mal heilen und ein paar Kräfte sammeln. Falls sich fragt, warum ich das nicht mit dem Ritter mache, es geht nicht. Sie kann das immer nur bei sich selbst. Und ja, dann würde ich mal sagen, den Bro ignorieren wir hier mal. Aber ich würde sagen, also diese Höhle da, die interessiert mich schon. Also da bin ich schon optisch auf einer... die hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit erregt. Aber jetzt gehe ich zurück. Okay, es sind definitiv zwei Ziegen. Aber wahrscheinlich war ich da schon. Das ist okay. Also ich meine, vielleicht sind die Ziegen auch sowas wie Wegweiser und Wegmarken. Genau, also ich nehme mal an, ich gehe jetzt in diese Richtung hier weiter. Und guck mal, das sieht schon gut aus hier. Wenn ich... ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass es hier weitergeht. So ein bisschen Rumsucherei. Das ist die volle Blackbox Experience. Und hier seht ihr, hier haben wir wieder einen zusätzlichen Gegner. Das ist der, den ich eben nicht gemacht habe. Aber ich würde sagen, ne, er hat sich uns aufgedrängt. Ja, und jetzt haben wir den besprochenen Effekt, dass meine gesamte Party rasend ist und ich jetzt quasi hier hands-free einmal beobachten darf, wie sie diesen Kampf hoffentlich für sich entscheiden. Ich würde sagen, dadurch, dass ich fast noch volle HP habe, ist das ein Ding der Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Es gibt ja ein Ding der Unmöglichkeit. Kann man auch ein Ding der Möglichkeit sagen? Vielleicht kann man es jetzt. Ich habe ja auch Linguisten und Germanisten bei mir, die mir zugucken. Bitte bestätigt mir, was ich der deutschen Sprache hier gerade wieder angetan habe. Genau. Ja, das sieht auf jeden Fall jetzt gut aus. Hier haben wir noch einen Vogel. Okay, also ich gehe jetzt einmal hier um heißen Brei rum. Moment. Lass mich in Frieden. Ich möchte nicht kämpfen. Ich habe hier einen pazifistischen Ansatz. Ich möchte einfach nur in die Höhle. Und hier möglicherweise ein bisschen looten. Ist das ein Stein oder ein Ei? Oder sogar beides? Steiniges Ei. Also, das Problem ist jetzt folgendes, ne? Ich glaube, ich kenne Maleks Mapping zu gut, als dass ich sagen würde, er macht einen vollkommen sinnlosen Dungeon hier rein. Also würde ich schon sagen, dass hier irgendwo ein Geheimgang versteckt ist. Er ist jetzt auch so jemand, der den in erster Linie an den Seiten versteckt, glaube ich, ne? Und ja, da unten hier diese Ecke, das sieht mir auf jeden Fall visuell, scheint mir das ein Hinweis zu sein, dass es sich dabei um einen Geheimgang handeln könnte. Oh, dieser Messerwurf ist ja so fantastisch. Nee, da merkt man mal. Ja, schade. Also, hä? Gibt's da irgendwas? Jetzt ist wahrscheinlich der Gegner respawned. Okay, scheinbar nicht. Ja gut, dann. Wenn ich will, der hat schon, ne? Schön. Ja, ansonsten ist es Dezember. Die ersten Türchen auf dem Adventskalender öffnen sich. Die Quarantäne gibt es allerdings weiterhin. Diesen Kampf konnte ich nicht vermeiden. Ja, picken. Ui, er blutet. Dann kann man ja mal die erste Hilfe nutzen. Genau. Ja, bis gleich. Sodele, dann wollen wir doch mal sehen. Kräfte sammeln auf Nyria. Sie ist jetzt wieder im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte. Zumindest immerhin etwas. Das war echt vertrackt hier. Ja komm, da ist jetzt... Aha, siehste? Speichersteine halten. Also mit den Speichersteinen wird man inzwischen ziemlich gut zugespammt, was ich sehr gut finde, denn gerade für mich als Let's Player ist es so, dass ich jede Dreiviertelstunde mal speichere, einfach weil die Folge vorbei ist und ich dann unterbrechen möchte. Und falls mal wieder sowas passiert wie beim letzten Mal bei mir, ne, dass ich mal wieder so einen Speicherstand oder beziehungsweise dass es bei mir bei der Aufnahme wieder abkackt, ist es gut, dann am Anfang der Folge jeweils einen Referenzpunkt zu haben. So, liebes Vieh. Na, jetzt denkst du, ja, willst du kommen, ne? Deinem lila Schwanz. Ich muss ja sagen, Brandgift-Dorn klingt wie der nächste Scheiß, der nächste heiße Scheiß im Alnatura. Moment. Mein Mikrofon hat leider einen Wackelkontakt. Ich habe das in der letzten Folge gehabt. Ich muss das mal eben kurz hier reparieren. So ist gut, ja. Mein Mikrofon hat leider ab und zu so einen Wackelkontakt. Ich glaube, das Kabel muss ich mal austauschen. Auf jeden Fall, Brandgift-Dorn klingt wie so ein Bio-Tee.
der nicht so besonders gut schmeckt, aber dich mit allen Vitaminen versorgt, sodass du 130 Jahre lang lebst. So, hier haben wir nämlich eine grüne Schatztruhe. Die passt ästhetisch ziemlich gut zum Gras und enthält einen Lebensank. Ja, jetzt natürlich so, ich habe mich ja schon geoutet als Item-Messi. Also ich bin wirklich jemand, der die Items hoardet, wie man das so schön sagt, nie ausgibt, immer bis zum Ende des Spiels bereithält. Weiß ja nicht, was die optimale Strategie sein sollte. Aber ich muss ehrlich sagen, mit Nyria weiß ich es wirklich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Nyria in der Story irgendwann auf der Seite von Valna, Asuka und Elaine landet, weil sie halt eben, ja, fix und fest, das sind die beiden Worte nicht, feck und fist, in dem kleinen heiligen Krieger verortet ist. Das heißt, theoretisch gehe ich eigentlich davon aus, dass die ein antagonistisches Verhältnis zueinander haben. Ja? Denn wir wissen ja, Valna, Asuka und Elaine müssen die Gebiete des Clans der Heiligen Krieger erobern. Trank der Ewigkeit erhalten, das ist schon mal gut. Hier gibt es das ist eine richtig gute Höhle. Hier gibt es einiges abzustauben. Daher ist, was ich mir vorstellen könnte, also beziehungsweise ich weiß nicht, ob diese beiden Inventare jemals fusioniert werden. Das wäre eine interessante Sache, wenn ihr mir das in die Kommentarsektion schreibt. Ist vielleicht auch schon zur letzten Folge passiert. Aber wie ihr vielleicht an meinem gleichen T-Shirt sehen könnt und der gleichen Kappe und Bartmode, habe ich die beiden Folgen hintereinander aufgenommen. Ich habe irgendwie Blut geleckt, nachdem ich die erste Aufnahme ja vollkommen verkackt habe. Das heißt, an dem heutigen Abend habe ich ihm 3 Folgen aufgenommen. 2-mal Folge 15 und jetzt 1-mal Folge 16. Ist das nicht fantastisch, meine Damen und Herren? Aha. Jetzt bin ich hier. Da verstehe ich doch einiges. Und hier haben wir direkt die nächste Höhle. Die aber... Moment. Ich glaube, hier war ich doch schon mal, oder? Das war die mit diesem Geheimgang hier, oder? Ich bin jetzt, glaube ich, einen riesigen Umweg gegangen. Das ist aber okay. Das macht man so bei uns. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Oh, das ist aber auch eine verwirrende Architektur hier. Aber ich bin jetzt besser mit Items ausgestattet als je zuvor. Ja. Und total verwirrt, was alles anbelangt. Naja, gut. Auf jeden Fall Weihnachtszeit hier bei uns bei The Black Box. Es ist wieder schön, mit euch Weihnachten zu verbringen. Denn letzten Endes, interessanterweise, habe ich vor ziemlich genau einem Jahr wieder angefangen, diesen Kanal wieder zu beleben. Ja, wieder angefangen, den Kanal wieder zu beleben. Grammatik, die deutsche Sprache. Ach, guck mal hier. Leere Flasche halten. Wo ich immer noch nicht weiß, was die mir bringt. Genau, ziemlich genau ein Jahr her, dass ich diesen Kanal wiederbelebt habe und regelmäßig euch jetzt mit Content versorge. Damals war noch Vampire's Dawn 1 das Gebot der Stunde. Umso happier bin ich, dass ich jetzt mitten in Vampire's Dawn 2 drin bin und in der Zwischenzeit ja auch, Vampire's Dawn 1, wie gesagt, vollständig abschließen konnte und dann am Ende sozusagen dann auch jetzt unterwegs in Düsterburg durchgespielt habe, Aurora's Tier durchgespielt habe und auf dem besten Weg bin, jetzt auch Virtuaverse mir vorzuknöpfen. Auf jeden Fall ein Projekt, Untitled Goose Game haben wir gespielt, Monkey und ich, genauso wie Heartful Boyfriend, kann euch jedem auch empfehlen, wer darauf ein bisschen Bock hat, also nochmal die Sachen sich anzuschauen, falls noch nicht geschehen, das ist ein bisschen immer light-hearted Unterhaltung, die ihr hier auf diesem Kanal findet. Aber jetzt mal im Ernst, also ich bin wieder so echt lost. Es hat so gut geklappt. Es hat wirklich richtig gut geklappt in diesem Wald, der sehr labyrinthmäßig auf taktische Bewegung hat der Ritter gelernt, der sehr, sehr labyrinthartig aufgebaut ist. Aber hier bin ich jetzt wirklich mal wieder. The Black Box is back mit seinem dermaßenen Orientierungskasper. Erhöht Angriffstempo, taktische Bewegung. Finde ich gut, da scheint mir sowas wie Hass zu sein. Das heißt also, dass der Charakter, also in der Vergangenheit war es so, dass der, Geschickwert determiniert, bestimmt, was jetzt letzten Endes die Reihenfolge ist, in der die Party angreift. Das ist zwar wichtig, aber nicht so essentiell, wie jetzt letzten Endes hinzugehen und, in diesem Spiel sozusagen ist es wirklich so, je schneller die Party ist, desto öfter ist sie auch dran. Was natürlich ein ganz großer Vorteil ist, denn nicht nur die Reihenfolge ändert sich, sondern auch die Frequenz der Angriffe. Was eine super Sache ist. Ich komme nicht mal dran und das Mikrofon macht hier schon, was es will. Ich brauche ein neues Mikrofonkabel, glaube ich.
Ich habe das einmal so schön um meinen Schreibtisch herum verlegt. Aber nein. All good things must come to an end. So. Jetzt. Das war noch eine riesige Brücke. Über die war ich doch in der Größe noch nicht drüber. Und das sieht mir doch so aus, als ob es hier jetzt weiterginge. Was macht das Mikrofon denn? Ich habe die Hände hier an der Tastatur. So. Bitte, halte jetzt, liebe Tastatur. Tastatur, meine Güte. Es ist wieder so. Nyria ist auf Level 23. Das hat leider nicht dazu geführt, dass sie irgendetwas Spannendes erlernt hat. Aber ja, Kräfte sammeln ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Spell weiterhin. Und ich kann eine Heilflasche für meinen Companero hier nutzen. Und dann sind wir doch wieder bereit für jederlei Schandtaten. Es scheint mir, als ob es hier wirklich weitergeht. Diese Schatztruhe hat sofort mein Interesse geweckt. Ich mal gucken, ob ich da ran kann. Aber ansonsten gehen wir hier mal um den großen Teich herum. Natürlich, also ihr wisst, ne? Also das ist für mich immer so, wenn ich eine Schatztruhe sehe, dann habe ich die sofort angepeilt. Und tatsächlich scheint das meine Strategie gewesen zu sein, auch aus dem, aus diesem Labyrinthwald rauszukommen, indem man nämlich einfach den Schatztruhen hinterherjagt wie so ein Irrer und gar nicht auf den Weg achtet und dann irgendwann hat man es doch geschafft, weil man immer nur von Schatztruhe zu Schatztruhe jumpt. Wie jetzt hier, das ist mir gelungen und ich habe einen Blitzstaub erhalten. Das ist fantastisch. Ich hätte ehrlich gesagt ganz gerne das Inventar von Nyria bei Asghar, Walner und Elaine. Was macht dieses Mikrofon wieder? Wenn ich ruhig bin, dann gucke ich, ob das Mikrofon Störgeräusche von sich gibt. Ach so, jetzt habe ich einen Kampf verursacht. Ja, also ich bin immer noch am Mikrofon zugange. Aber den Kampf habe ich mal eben erledigt. Jetzt bitte alle nicht bewegen. Ich habe es, glaube ich, hingekriegt. Und total wieder vergessen, wo ich überhaupt war. Ich komme hierher, oder? Auf jeden Fall, der Vogel kam von unterer Richtung. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass ich da eben noch nicht war. Und diese Brücke kommt mir auch unbekannt vor. Das Problem, ah, hier ist noch eine Ziege. Als dritte Wegmarkierung. Ich fürchte, die kann mir in keinster Weise behilflich sein. Doch, als Wegmarker. Und ja, hier haben wir doch schon, das sieht schon mal jetzt interessant aus. Säulen. Scheint mir nicht so gut hochskaliert zu sein, ne? Mit Treppeneffekten, aber ihr kennt es ja inzwischen. Oh, wir haben den Himmel. Gut, also ich würde jetzt mal sagen, der gute Asmos Klaya ist bei mir nicht in guten Händen, denn so wie ich hier immer sidetracke. Ja, aber auch hier scheint sich nichts zu befinden. Gut, ich würde sagen, dann geht's mal rein hier in diesen Tempel. Grün berobte Herren. Ist einer von denen der Prophet? Halt! Wer ist da? Mein Name ist Nyria und ich brauche eure Hilfe. Ich kenne euch nicht. Verschwindet! Ich brauche Heilmittel für den Asmos. Ich habe hier einen Brief von Sir Aaron. Einen Brief? Zeigt her. Oh Gott! Folgt uns bitte. Okay. Das ging einfach. Zur Aarons Sauklaue kann man aus Hunderten heraus erkennen, scheinbar. Hier sind ein paar Gräber, womöglich. Ja, vielleicht so zum Chillen. Vielleicht ist das eine gute neue Basis für unser Vampir-Trio. Das sieht auf jeden Fall jetzt architektonisch ein bisschen anders aus. Wobei ich sagen muss, ich bin ein großer Fan. Also was ich ein bisschen nicht gut gelungen finde, eine Manöverkritik, ist... Also diese Treppeneffekte, das passiert, wenn man halt eine Map in die Breite zieht und dann nicht mit mehrfachen von zwei arbeitet. Sieht nicht so gut aus, muss ich sagen, aber es passt soweit. Okay. Bitte lass diese Truhe in Ruhe. Natürlich. Ich weiß noch nicht, ob das ein Smiley sein soll. Smiley. Heulemotion sein. Die scheinbar auch. Bitte lass diese Truhe in Ruhe. Natürlich.
Gut, okay, welchen Satan beschwert ihr hier? Hört zu. Vor kurzem ist ein merkwürdiges Wesen hier im Tempel aufgetaucht. Es erzählte uns, wir sollten auf seine Worte hören, es könne in die Zukunft sehen. Natürlich haben wir ihm nicht geglaubt, denn Magie ist für uns nichts Ungewöhnliches. Doch Wahrsagen ist mit keiner Magie dieser Welt möglich. Das Wesen oder der Prophet, wie wir es seitdem nannten, erzählte uns, dass ein Krieg heranbrechen wird. Ein Krieg gegen die Elras. Und das, obwohl die Elras schon vor Jahrzehnten vom Clan der Heiligen Krieger vernichtet wurde. Wir hatten sie vernichtet und die Steintafel in unsere Obhut gebracht. Wie konnten wir ihm also glauben, dass die Elras wieder auf Erden wandeln und stark genug waren, um uns anzugreifen? Laut diesem Brief ist es wahr. Die Elras haben Burg Yola und Schloss Saras eingenommen. Moment. Die Zeit des Blutes ist gekommen. Frage. Jetzt immer eine ernsthafte Frage hier. Ihr habt ihn doch schon als Propheten bezeichnet, bevor ihr wusstet, also Sir Aaron hat doch gesagt, dass die Geschichte von ihm irgendwie stimmen sollte und so weiter, also validiert war. Das haben die aber erst durch den Brief erfahren. Trotzdem haben sie jedem von diesen Propheten erzählt, der auch irgendwie ein falscher 50er sein konnte. Und durch den Brief wissen wir erst, dass der Prophet ist. Aber die Zeit des Blutes, ne? Interessant. Der Krieg des Clans gegen die verabscheuungswürdigen Elras ist aufs Neue entfacht. Wir müssen uns wappnen. Erstmal müssen wir Asmos heilen hier. Wir haben sehr viele tapfere Männer verloren. Ihr habt es gesehen? Ich war dabei. Ich konnte nur knapp mit Asmos und Sir Aaron fliehen. Ihre magischen Fähigkeiten sind unglaublich. Seid ihr verletzt? Nein, aber Asmos hat eine magisch verfluchte Wunde. Das klingt nicht gut. Die Wunde einer verfluchten Klinge ist nicht leicht zu behandeln. Aber ihr kennt ein Heilmittel? Ja, doch leider haben wir nichts hier, was wir euch mitgeben könnten. Verdammt, Asmos liegt im Sterben. Es ist nicht alles verloren. Wir müssen den Propheten befragen. Vielleicht weiß er Rat. Hat eine Standleitung, kann man den mal kurz auf dem Handy durchklingeln, SMS schreiben. Scheint, als bräuchten wir nun mehr als einmal seine Hilfe. Wie wollt ihr ihn denn beschwören? Weiß nicht, ein paar Katzen-Treats auslegen, vielleicht kommt er da. Er hat uns ein magisches Symbol gegeben, mit dem wir ihn rufen können. Wir haben es bisher nicht ausprobiert, aber ich denke, es wäre ein guter Zeitpunkt, es zu versuchen. Worauf wartet ihr dann noch? Still jetzt! Wir müssen uns konzentrieren! Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wer da zum Vorschein kommt. Oh. Wir müssen ein bisschen singen. Okay. Das magische Zeichen ist das Wiegelied. Gefahren, was da abgeht. Erinnert mich ein bisschen an die Dudes von Skyrim, die da oben sind und mit ihrer Stimme bestimmte Dinge tun. Ist der Prophet also auch ein Drache, der von dem Synchronsprecher von Super Mario gesprochen wird? Okay. Jinai! Okay. Welches Spiel spielt er? Das würde mich mal sehr interessieren. So ist es also. Meine Prophezeiungen sind eingetroffen, was? Ja, o weiser Prophet, ihr habt uns eure Macht bewiesen. Gebt uns Rat, was wir nun machen sollen, wie wir die Elras bekämpfen können. So hilflos, so schwach. Doch sorgt euch nicht, nun bin ich da, um euch zu retten. Wie ich vorher gesagt habe, sind die Elras wieder auf der Welt. Sie kommen, um die Steintafeln zu holen. Sie wollen ihre Macht zurück. Was sollen wir tun, weißer Prophet? Es muss verhindert werden, dass die Elras an die Steintafeln gelangen. Wenn sie diese haben, ist die Welt auf ewig verdammt. Wie können wir das verhindern? Aktiviert die magischen Barrieren. Was ist denn jetzt sein Endgame? Ich dachte, er wollte Aska, Valna, Elaine, unserem Vampir-Dreier helfen. Jetzt spielt er aber ein doppeltes Spiel und hilft jetzt irgendwie auch diesem Clan der Heiligen Krieger. Denn so wie ich das ja verstanden habe und wie auch die Weltkarte mir suggeriert, sind die drei Vampire mit ihrer roten Farbe und der kleine Heiligen Krieger mit ihrer gelben Farbe nicht etwa verbündet, sondern wir müssen von denen auch bestimmte Dinge erobern, zum Beispiel die nächste Burg. Ja? Deswegen weiß ich gerade nicht, was Jinai vorhat. Er spielt auf jeden Fall ein doppeltes Spiel. Bei wem liegen denn seine
wirklich seine, mit wem ist er denn wirklich so strategisch aligned? Die Barrieren! Wir können sie nicht wieder auflösen! Magische Flüsse sind unerreichbar! Wenn wir die Barrieren beschwören, kommen wir nicht mehr an die Bruchstücke! Das heißt, du brauchst magische Schlüssel, um die magischen Barrieren zu... Warum machst du dann, wenn du das Ding sowieso nicht möchtest, dass da jemals jemand drankommt? Warum machst du Schlüssel? Die Elras auch nicht. Es ist die einzige Möglichkeit, dem Clan die Zeit zu verschaffen, die er braucht, um sich gegen die Elras zu wappnen. Und wenn bei Astorne ein bisschen die Zeit zu brauchen, die es braucht, um auf eine Spielzeit von 30, 40 Stunden zu kommen. Aber... Tut es, oder die Welt wird zugrunde gehen. Also ich meine, hat ja recht, Jinai. So sei es. Und wer ist die da? Das ist, ich bin Nyria. Ich brauche dringend ein Heilmittel für einen Freund. Er hat eine verfluchte Wunde. Oh, sehr stürmig. Nun, junge Dame, solch eine Wunde ist nicht leicht zu beheilen. Zu beheilen, ja. Das weiß ich, verdammt. Wie kann ich sie heilen? Nimm diese Rune. Wenn du sie verwendest, wird sie die Wunde schließen. Gib auf sie Acht, sie ist sehr kostbar. Jinai, gib auch sie Acht, sie ist sehr kostbar. Schmeiß mir die vors Gesicht. Danke. Sie ist sehr kostbar. Hier, nimm diese kostbare Glasvase. Klirr. Nun aktiviert die Barrieren, bevor es zu spät ist. So sei es. Dieses Beschwörungszeug könnt ihr ruhig hinterlassen. Das nächste Mal benutzt einfach meine SMS-Nummer. Das Symbol, wenn ich gnädig bin, erscheine ich dann schon. Jinai, was ist dein Endgame? Aktivieren wir die Barrieren! Es hat auch zu lange gedauert, muss man sagen. Oi. Interessant. Aber man sieht hier schon einige... Das ist Schloss Saras, glaube ich. Aha, also es gibt verschiedene farbige Barrieren. Auch dies rot. Also ich weiß jetzt nicht, ist es so ein bisschen wie bei Super Mario mit den Super Mario World zum Beispiel mit den Schaltern? Ne? Okay, hier stehen schon einige Gegner rum. Also es gibt scheinbar grüne, es gibt rote. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele unterschiedliche es gibt. Was ist das denn für ein Schweinevieh? Blaue gibt's auch. Gelbe? Wahrscheinlich rote, gelbe, grüne, blaue. Lieber Martin, komm und schaue. Und die scheinen mir wohl unterschiedliche Schlüssel zu benötigen. Einen roten, einen gelben, einen grünen oder einen blauen. Das wäre jetzt so meine Theorie. Es ist vollbracht. Ich hoffe, unser Vertrauen in den Propheten war richtig. Es wird sich zeigen. Zumindest hat er anscheinend ein Heilmittel für Asmos. Das ist alles, was für mich im Moment zählt. Zur selben Zeit besprechen... Ich habe die gleiche Stimme für den Opa als für den Heiler, aber ich habe nur eine Opa-Stimme und die ist noch nicht mal richtig gut. Zur selben Zeit besprechen Walter, Asker und Elaine ihre nächsten Schritte. Macht ihr das mal? Mein Kabel macht mir Sorgen. Na, wenn ich es doch sage, wenn wir Jinai glauben können, brauchen wir die Bruchstücke. Diese zu bekommen, brauchen wir Vampire. Das ist Wahnsinn, Vaska. Wir dürfen keine Vampire erschaffen. Die Situation wird völlig außer Kontrolle geraten. Du glaubst auch nicht ernsthaft, dass dieses Menschengesocks in der Lage ist, gegen die Elras zu bestehen. Die Söldner sind zu schwach. Du musst einen neuen heiligen Kreuzzug beschwören. Ich kann mich nur wiederholen. Du spielst mit dem Feuer. Blödsinn. Aber Vampire sind der einzige Weg, wieder alles rückgängig zu machen. Ohne sie keine Steintafel. Walna, jetzt sag doch auch mal was. Ja, ich habe ja gesagt, ne? Ich gehe auf die Seite von Elaine. Du hast vollkommen recht. Siehst du, Aska? Das sind zwei gegen einen. Ich hätte es jetzt auch mal gesagt, das wäre ein bisschen so wahrscheinlich schlechte Beziehungsvibes gegangen, wenn du dich mit demjenigen verbündet hättest, mit dem Ex-Freund, mit ihrem Ex-Freund verbündet hättest. Als wenn ich mich von so einem Weichei-Vampir einschränken lassen würde. Aska, Teamfähigkeit. Ja, mehr als Beschluss gemacht. Du kannst jederzeit gehen. Willst du mir drohen? Wieso drohen? Aska, wir müssen hier nicht knutschmäßig aufeinander hängen. Du kannst auch gerne gehen. Hört auf. Aber man hat recht, Aska. Wenn du unsere Meinung nicht vertrittst, dann kannst du gehen.
Überleg's dir, Walner. Vampire sind mächtig, Söldner sind der letzte Dreck. Und unsere Ziele sind doch dieselben. Ich will doch auch nur in unsere Welt zurück. Nun ja. Aber Vampire sind wirklich stärker als diese Söldner, Lane. Ach, weißt du was? Entscheide dich, wie du willst. Aber am Ende sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Vampire zu erschaffen ist extrem gefährlich. Wir sollten uns jetzt erstmal um den Dieb in Bestor kümmern. Der Clan und die Eras werden sicher bald angreifen. Lass uns schnell ein paar Krieger zur Verteidigung unseres Schlosses besorgen. Schön, dass er um den Tisch rumgeht. Finde ich fantastisch. Es nervt mich mit diesem Kabel. Immer hier so ein bisschen aus Frust muss ich hier... Guck mal, jetzt ist der Vorhang wieder rot. Also... So, ich habe mein Mikrofon aufgeschraubt und wieder zusammengesetzt und das war natürlich die Lösung all meiner Tonprobleme. Scheinbar scheint es einen kleinen Wackelkontakt gegeben zu haben. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt wieder. Ja, es funktioniert wieder. Fantastisch. Ich befinde mich hier scheinbar, wie ich hier an diesen Leuten erkenne, in der Stadt, deren Namen Syras. Ich müsste mich in Syras befinden. Genau, Syras. Hier geht es jetzt darum, dass wir demnächst mal relativ schnell... uns mit dem Staffen. Oi, das ist jetzt natürlich eine andere Kragenweite hier. Drei dieser Viecher. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal gucken, dass ich Söldner mir besorge. Jetzt bin ich ja wieder mit Aska, Walner und Elaine unterwegs. Das heißt, unser fescher Vampir-Dreier. Wobei, ich glaube, hier in diesem Spiel war es so, dass Flucht mir jetzt keinen Malus gibt, ne? Aber ich glaube, das habe ich jetzt. Achso, fliehen kann ich jetzt scheinbar nicht mehr, okay. Was ich nämlich eigentlich gar nicht machen möchte, ist hier relativ stark zu leveln. Das muss ich nicht unbedingt tun. Blutpunkte habe ich allerdings voll. Daher würde ich mal sagen, da ich sowieso gleich ins Schloss gehe und da alles regenerieren kann, ist es für mich jetzt kein großes Problem. Aber komm, diese Gegner sollte ich schon jetzt mal besiegen können. So, ich habe bei diesem Kampf ganz schön Federn gelassen, weil ich jetzt nicht unbedingt meine Items einsetzen wollte. Ich schaffe es jetzt zurück zum Schloss. Ja, sehr gut. Denn ich möchte da mal nachschauen. Ich wollte keine Items einsetzen, ich wollte auch meine Blutpunkte nicht einsetzen, denn die sind gerade so schön vollständig. Und heilen, in dem Sinne, dass ich meine Lebenspunkte generiere, kann ich ja auch in den Särgen im Schloss. Daher ist jetzt meine Überlegung, ins Schloss mal mich zu bewegen und dann zu gucken, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, diverse Steuern schon an uns zu nehmen. Mit dem Ziel, die dann im Söldnerwald für uns gewinnbringend einzusetzen. Indem wir nämlich unsere Rekrutierungsmaschinerie mal ans Laufen bekommen. Und ja, eigentlich wollte ich diesen Kampf gar nicht machen. Denn wie ich bereits erwähnt habe, sorge ich damit dafür, dass Weiners Level sich erhöht. Und Weiners Level ist genau das, was den Preis der Söldner bestimmt. Daher, ja, das ist ein bisschen das Problem. Ihr kennt es inzwischen, jedes Mal, wenn ich an diesem Briefkasten vorbeigehe, gibt es drei Briefe. Auch das soll jetzt der Fall sein. Hi Alex, ich habe vor kurzem im Vampire Stone 1 durchgezockt. Ich habe eine perverse Stelle gesehen. Da fiel mir die Frage ein, haben Sie schon mal Sex gehabt? Seien wir Sie nicht böse, ich bin eben nur 12. Ja, das fragt man einen wildfremden Spielerersteller aus dem Internet. Ich glaube, 16 war Alex damals, als er das Spiel erstellt hatte. Das darf man ja mal fragen. Okay, da ich in Wahrheit Walner bin und dieses Spiel mein Leben widerspiegelt, hatte ich auch schon was mit Lyra. Ja, so sieht's aus. Wer ist Lyra? Ich kenne nur Aisha und Elaine, die da in Frage kommen. Immer diese indiskrete Jugend. Wer ist Lyra? Du bist doch der Vampire Down erschaffen hat. Wenn nicht, ist das blöd, aber egal. Du hast gesagt, es wäre gut, wenn man übers Banner anmeldet. Soll man dann noch Betrug machen? Wenn ja, schreibt mir. Wenn nicht, tut's mir leid. Hä? Ja, aber eBay muss nicht sein. Guter Bankbetrug würde auch gehen. Auch ein Schwindel im Immobilienbereich könnte sich als Möglichkeit erweisen, mir einen Gefallen zu tun. Sollen wir noch einen Brief lesen? Keine Ahnung. Ich bitte dich, kannst du mir sagen, wo genau sich das versteinerte Dorf bei Vampire Stone 1 genau befindet? Ich habe schon überall gesucht. Mein Freund meinte, das Dorf wäre auf einem der Eiskontinente, aber auch dort habe ich schon nachgeschaut. Ich möchte nämlich, dass die Hexe einen qualvollen Tod erleidet. Ich bin schließlich auch ein Vampir der ersten Generation und die Vampire kennen keine Gnade. Cringe! Jetzt will ich auch sagen, wo Piccolo, der Clown von der einsamen Wiese, ist. Wir Vampire sind doch Kollegen, oder? Vielen Dank, Vampirlord, dein Blutsauger-Kollege, für jedwede Anwendung. Gruß an den Vampirkollegen, ich hoffe, du hast die olle Hexe richtig zerfetzt. Malix, du hast ihm nicht geholfen. Du musst ihm doch beschreiben, wo das ist. Gab doch damals noch keine Walkthroughs, glaube ich. Auf jeden Fall
Genau, jetzt kann ich mal meine kürzlich akquirierten Navigationsskills checken und gucken, ob ich... Ah, ja, da ist es doch. Na endlich, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin völlig verblödet. Hier, zwei Gold. Das ist eine Menge Holz. Hier, Meister, eure Steuernahmen in Höhe von 558 Fila. Na toll. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe nochmal zurück nach Syras. Hätte es eigentlich auch vorher machen können, ne? Aber man muss ja ein bisschen... Ja. Also ich habe den Schatzmeister auf jeden Fall schon aktiviert. Ich glaube, ich habe nicht genügend Seelen. Jetzt hab zwei. Ja, das hilft mir jetzt nichts. Ja. Genau, okay, dann würde ich sagen, ich springe mal nach Syras. Eine Sache habe ich natürlich noch vergessen, und zwar mich ausgiebig auszuruhen. Ja? Wir müssen uns ein bisschen ausruhen, ein bisschen chillen, ein bisschen Schönheitsschlaf abbekommen, damit die grauen Vampirlocken, oder beziehungsweise roten Vampirlocken, auch weiter sprießen. Die LP der Gruppe wurde komplett geheilt. Das finde ich doch fantastisch. So, jetzt was mich mal interessiert ist, wie schnell geht das eigentlich? Weil ich habe die Map einmal verlassen und bin dann sozusagen wieder rein. Und guck mal, hier haben wir schon Goldhäufchen wieder. 158 Fila erhalten. Das lohnt sich. Jetzt habe ich 158 Fila mehr als sonst. Okay, auf jeden Fall jetzt springe ich mal runter zum Söldnerwald. Ne, nach Syras. Nach Syras will ich zuerst. Okay, ein einzelner Gegner scheint mir da nicht das große Problem darzustellen. Also genau, ich bin auf dem Weg nach Syras, weil ich da einiges verkaufen möchte. Ich werde nämlich gucken, welche optionalen Gegenstände ich noch alle habe, die mir ein paar mehr Euro bringen sollten. Ich werde jetzt mal sehen, so... Ich nehme mal an, so für den ersten Step möglichst viel Geld in Gegner. Aska ist auf Level 9, das ist schon mal ganz gut. Genau, ich werde mal gucken, hier gibt es ja mit Sicherheit irgendwo einen Shop, wo ich ein wenig etwas verkaufen kann. Also nein, das ist kein Shop. Ich könnte mir die Architektur einer solchen Stadt auch mal merken, aber ihr wisst ja, also das ging ja recht fix. Finde ich ja diesmal in Ordnung. So, liebe Dame, dann wollen wir doch mal gucken. Ich möchte nämlich... Ui, ich kann... Aha. Also auch das scheint sich jetzt hier geskillt zu haben. Aber... Das ist wieder so eine schwierige Geschichte hier. Ein großer roter Lutscher für 10 Fila. Na, 500 Fila für einen Blutank und eine leere Flasche. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Das rostige Schwert verkaufe ich jetzt mal. 35 Fila. Sonnenschutzmäntel weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die lasse ich mal. Entfernt alle positiven Zustände vom Gegner, könnte auch hilfreich sein. Ja, Vampirsteine. Das sind sowas wie Elixiere. Ist jetzt so ein bisschen die Frage. Verkaufe ich das? Blutflasche kann ich ebenfalls verkaufen. Das ist mir aber eigentlich ein bisschen zu sehr wertvoll. Jetzt. Ich kann jedes Mal speichern, wenn ich in Askas Schloss gehe. Ich verkaufe jetzt einfach mal 6 Speichersteine. Das ist eine Menge, aber ich finde auch recht viele Speichersteine. Die nächste Nyria-Episode kommt und da habe ich nochmal 2000. Nutze das aber, um das mal in meine... Oi. Das müsste man jetzt mal in meine Leute investieren. Das heißt, ich kann hier ein bisschen was ausgeben. Ich kann ja noch ein paar Speichersteine verkaufen. Weil es hilft mir alles nichts, wenn ich im Kampf unterlegen bin. Oh, das ist aber teuer. Besser nochmal 2 Speichersteine verkaufen. Dann habe ich nämlich, ich kann mir rund 33, glaube ich, dann von den Söldnern leisten. Und ich kann ja auch noch was verkaufen. Das war mir jetzt wichtig, meinen Vampiren mal eine entsprechende Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Denn teilweise haben die ziemlichen Schrott. Eisenrüstung, also hier Eisenrüstung, weiterhin hier Eisenhelm, Ring des Geschicks. Ich guck mal. Eisensäbel. Genau, perfekt. Eisenschwert und Eisenkrallen. Was ich jetzt mal machen werde, ist mal zu verkaufen. Ich lasse aber, weil ich vorhabe, einen der Söldner in mein Team zu holen, lasse ich mal eines der Items, eine der Stoffrüstung beispielsweise bei mir, damit er was zum Anziehen hat. Ich möchte ja keine nackten Söldner bei mir haben, sondern die sollen ja eine gewisse Ästhetik ja schon in den Tag legen. Ich glaube aber, Säbel ist wirklich Askas Waffe und Krallen sind wirklich Elaines Waffe. Dementsprechend glaube ich, dass er vielleicht dann, weiß ich nicht, ob ein Knüppel oder so zu einem Söldner passt. Ja, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Verdammnisklinge kann ich verkaufen, ist aber wahrscheinlich nicht so ganz so smart. Genau, bin jetzt hier soweit durch und würde sagen, jetzt bewege ich mich mal zum Söldnercamp, das sich im Wald befindet und zwar nördlich von hier.
Hier nämlich genau. Söldnerwald. Ich hoffe, hier kann man nicht verkacken, ansonsten werde ich das wahrscheinlich jetzt gerade herausfinden. Es gibt Gegner. Ach nee, warte. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich schon wieder die Flucht verbaut. Verfehlt, was soll das denn? Okay. Aber das sind Vögel. Vögel haben Blut. Warum ich jetzt ausgerechnet mal wieder mit Aska angreife, ist eine gute Frage. So, ich muss mal sagen, also ich habe ja den Zufluchtsspell. Ich bin gerade, ich überlege gerade wirklich aktiv, wem ich dem Zufluchtsspell denn kredenze. Denn eigentlich, also ich muss sagen, das hat ja schon Sinn, dass Valner den Zufluchtsspell hatte im ersten Teil, weil Valner derjenige ist, der hauptsächlich in der Party ist. Ich weiß nicht, wie stabil die Party jetzt ist. Deswegen würde ich mir nochmal eure Hilfe erbitten. Aha, was haben wir hier? Schlafmittel erhalten. Dann würde ich mir nochmal eure Hilfe erbitten. Wem soll ich Zuflucht geben? Ist es völlig egal, weil dann würde ich es, glaube ich, Elaine geben. Aufgrund der... die hat die meisten Blutpunkte. Daher wäre es wahrscheinlich gar nicht verkehrt, ihr das zu geben. Aber es kann auch sein, dass das totaler Quatsch ist. Wir werden es herausfinden. Der Söldnerwald scheint auf jeden Fall ein Dungeon zu sein. Und ich muss mal gucken, ich werde jetzt wirklich tunlichst vermeiden, Gegner zu bekämpfen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier Gegner gibt, die es zu bekämpfen gibt. Und ich ehrlicherweise bin auch noch nicht so wirklich gut darin, Gegner mit Kämpfen von Gegner ohne Kämpfe zu unterscheiden. Doch, das ist ein Gegner mit Kampf hier, diese blauen. Angriff der Ritter auf Asgar Schloss. Ich habe niemanden. Was ist denn jetzt passiert? Und warum sind das fucking 4 von diesen Viechern? Das bringt mir doch viel zu viele Erfahrungspunkte. Warum greifen die mich denn jetzt an? Und vor allem, was hatte das jetzt für einen Effekt? Ich meine, ich hab ja scheinbar verloren jetzt. Aber das hat keine negativen Folgen, wenn ich verliere, oder was? Asgar-Schloss. Und vor allem, also, wann hätte ich denn da eine Defensive aufstellen sollen? Wie hätte das denn gehen sollen? Ich habe viele Fragen, wie ihr merkt. Und keine davon beantwortet mir dieses Spiel derzeit. Okay, also meine erste Amtshandlung ist jetzt, Söldner ins Schloss zu bringen. Ich weiß, aber ich bin doch da gerade dabei. Warum greift man mich denn jetzt schon an? Gib mir doch eine Möglichkeit, da wenigstens Leute reinzustellen. Aber es ist schön zu wissen, dass ich, wenn ich Asgars Schloss scheinbar irgendwie verliere, dass das nicht irgendwie zum Game Over führt oder so. Dann wäre ich ja ziemlich explodiert hier. Asgars Schloss wurde erobert. Asgar Irona konnte die Angreifer zurückschlagen. Die Schatzkammer und die Schätze wurden von der Dieminin wurden geplündert. Außerdem hat Ronak leichte Verwundungen erlitten. Oh, der arme Ronak. Ich bin ja im Söldnerwald schon drin. Nein. Och, Mann. Och, das nervt mich. Weil ich habe jetzt Angst, dass ich wieder angegriffen werde. Und Ronak dann stirbt. Und das will ja keiner, vor allem ich nicht. Aber warum, also ganz im Ernst, das ist doch blöd, dass die mich angreifen. Warum greifen die mich an? Ich bin doch noch nicht ready, ich habe doch keine einzige Einheit. Es wäre doch schön gewesen, man hätte mir die Möglichkeit gegeben, mindestens ein paar Einheiten zu kaufen, bevor man mich hier angreift. Warum greifen mich die Pappnasen nicht an, wenn ich selbst im Schloss bin? Dann kann ich am wenigsten zurückschlagen. Das ist unfair. Schiebung, Wettbewerbsverzerrung und so. Ich sehe schon, bis ich bei den Söldnern bin, bin ich auf Level 10 und dann kostet mich das wieder viel zu viel. Valner, du darfst kein Level abbekommen. So, jetzt einmal mit Gehirn, Mario. Einmal mit Gehirn.
Kannst du nicht hier hinfahren? Bro, oben ist auch noch eine Richtung. Ha, ausgetanzt. Klassiker, ne? Kennt man? Links antauschen, rechts vorbei? Ich möchte so schnell. Ah, halt, wer ist da? Nur ein paar hungrige Wanderer. Auf mit diesem Blödsinn, Aska. Wir sind hier, um mit dem Anführer der Söldner zu sprechen. Was wollt ihr von ihm? Wir brauchen seine Hilfe. Und? Wir haben reichlich Fehler dabei. Was flüstern die da? Wie bitte? Du kannst das nicht hören. Was bist du eigentlich für ein Vampir, Walner? Nein, leider nicht. Mein elendes Leben als Vampir hat mir wohl andere Kräfte beschert. Bedauerlich. Hey, ihr da, wir haben reichlich Fehler. Wir wollen zu eurem Boss. Warum sollten wir uns nicht einfach abschlachten und euch eure Fehler wegnehmen? Versucht es doch. Wie ihr wollt. Was für eine grandiose Darbietung meisterlicher Redekunst, Aska. Wirklich toll gemacht. Jetzt müssen wir schon wieder Menschen töten. Nein, wir verpassen ihnen nur noch eine Abreibung. Ach, hört schon auf, ihr seid wirkliche Spaßbremsen. Her mit eurem Fehler. Ja, ziemlich roughe Typen, ne? Die Söldner. Ja, ein bisschen so eine... Abreibung hat ja noch niemandem geschadet. Ein bisschen einfach so die Gesichtsstruktur rearrangieren. Aber wie ist das denn jetzt? Also da müssen wir mal jemand erklären, was das jetzt bedeutet, dass Ronak Ronak leicht verwundet ist. Ich hoffe, meinem Roni-Boy geht's gut, ansonsten bin ich völlig untröstlich. Elaine, du könntest mal observe battle. Scheinen wir also englischer Sprache mächtig zu sein, die Guten? Und auch sonst relativ. So, Elaine, ich würde jetzt mal gerne dich in einer Position sehen, wo du Schaden machst. Und zwar signifikant. So, Eiskristall. Jetzt, nächste Amtshandlung ist jetzt folgendes. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Typ jetzt tot ist. Ich möchte aber vorher noch Blut saugen. Und zwar mache ich nochmal ein blaues Licht auf ihn. Und Aska muss jetzt ein bisschen Blut saugen. Und zwar bei dem oberen. Und dann weiß ich ungefähr, wie viel das ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge. Dann können wir jetzt mal hier angreifen. Er blutet auch. Das ist eine praktische Geschichte. Blaues Licht auf ihn weiterhin. Sehr schön. Er ist nämlich jetzt im Eimer. Das heißt, ich kann mir den Aska nehmen und mit ihm einen Eiskristall spammen auf eben diesen Typen. Walner indes geht hin und macht das. Sie hat einen Critical Hit gelandet. Elaine, das möchte ich sehen. Das ist die Leistung, die ich von dir erwarte. Er saugt Blut. Dann hat er nämlich den Blutenstatus und verliert ständig HP. Das ist sehr schön, denn dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, ihm kontinuierlich Schaden zuzufügen. Was ich natürlich auch mache, wenn ich am Ball bin. Aber erst einmal würde ich sagen, hey, komm, also das, wir greifen an. Das hat mir gut gefallen bei Elaine. Ja, das ist jetzt wieder nicht, aber... So, der Rest kriegen wir so hin. Wir müssen, sag ich mal, einfach mal so eine Duftmarke hinterlassen, damit wir sagen, okay, von euch lassen wir uns bezahlen, um... So, jetzt bitte keine Erfahrungspunkte. Oh Gott. So, das hätten wir geklärt. Ihr lasst besser eure Finger von unserem Fehler. Na schön, ihr wollt's im Lehrbau. Bitte geht zu ihm. Ach, nenn ich gleich so. Los, gehen wir. Ich gehe direkt zu Derbor. Das ist mir jetzt zu hektisch, dass man hier unter Zeitdruck auch noch gesetzt wird. Bist du Derbor? Hey, ihr seht aus, als bräuchtet ihr mal etwas Sonne. Irgendwie kann ich diesen Spruch nicht mehr hören. Ja. Derbor. Das ist hier schon, dass ich so unter Druck gesetzt werde. Das verstehe ich nicht. Ah, hier, du bist der Boah. Du hast ein eigenes Design. Erstmal Gedanken lesen. Was sind das denn für Typen? Naja, vielleicht bringen sie Fehler mit. Wer seid ihr denn? Ich bin Walner. Das dort ist Elaine und der da ist Aska. Wir brauchen deine Hilfe. So, so. Und wer sagt euch, dass ich euch helfen werde? Unsere Fehler. Ach, ihr habt Fehler dabei euch, na, sagt das doch gleich. Wie kann ich euch helfen? Wir könnten ein paar fähige Krieger gebrauchen. Was glaubst du, was wir sind, Herr Waschweiber? Wir sind fähige Krieger. Ja, das Konversation, Derbor, das sagt er. Und deswegen kommt er zu dir, um diese Krieger in seinen Dienst
mit den Fila reinzubuxieren. Das hat ja auch niemand bezweifelt. Wir bezahlen euch, wenn ihr für uns kämpft. Ah, das ist unser Geschäft. Wir haben schon für viele Leute gekämpft. Für Geld kämpfen wir mit jedem und gegen jeden. Nun, ihr werdet sicher nicht nur gegen Menschen kämpfen. Na, wenn ich euch so vor mir stehen sehe, habe ich mir das schon fast gedacht. Und wenn das Geld stimmt, werden wir auch gegen die größten Drachen kämpfen. Ach, ein Drache ist doch kein Problem. Asgard, mach's doch selbst! Ich will keine Reden. Wir bekommen 500 Fehler im Voraus, sonst rühren wir keinen einzigen Finger. Na gut, 500 Fehler, wie bitte? 500 Fehler, keinen einzigen Fehler weniger. Wenn ihr das nicht bezahlen könnt, dann kommt ihr besser wieder, wenn ihr das Geld habt. Das geht schon okay. Was verlangt ihr noch? Nun, natürlich kostet auch etwas, ist auch etwas, wenn wir in Bereitschaft stehen sollen. Fein, aber dafür erwarten wir uneingeschränkte Loyalität. Natürlich. Gut, dann sind wir uns ja einig. Na, mal her mit dem Fehler. Hier, bitte sehr. Sehr schön, bei mir könnt ihr jetzt so viele Söldner anheuern, wie ihr möchtet. Wieso kommst du nicht auf mein Schloss? Dann haben wir es einfach, deine Männer zu rekrutieren. Klingt vernünftig. Ich hoffe, es lohnt sich auch für uns. Das Schloss östlich von hier, jenseits der Brücke. Gut, ich warte dort auf eure Anweisungen. Ich werde jetzt noch schnell meine Männer instruieren. Ihr trefft mich in eurem Schloss. Okay, ich mache Folgendes. Ich unterbreche diese Panne, Gleitenpech und Pannenfolge mal. Nicht, dass irgendwer dann meinen guten Ronak zerbastelt, während ich hier noch in den wichtigen Vertragsverhandlungen bin. Das war's soweit mit Folge 16 von Vampire's Dawn. Schön, dass ihr wie immer wieder mit eingeschaltet habt. Was mich sehr interessieren würde, ist, wem würdet ihr Zuflucht geben? Vielleicht habt ihr auch ein paar nette Zeilen für mich, was das jetzt mit diesem Schlossangriff soll und was ich da hätte tun können. Und vor allem, wie ich den guten Ronak wieder repariere, auf das er sich ewiger Gesundheit erfreut. Das wären meine Dinge. Dann würde ich sagen, nachdem ich das getan habe, versuche ich mal in der nächsten Folge ein wenig diesen Söldnerwald zu erkunden. Ich wusste schon im Vorhinein, dass das Schloss regelmäßig angegriffen wird. Ich hatte mir aber gehofft und erwartet, dass sie damit warten, bis ich mal meine erste Einheit auch imstande war zu akquirieren. Das konnte ich ja bisher nicht. Naja, ist dann halt so. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Like und oder ein Abonnement hier bei The Black Box. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch zur Folge 17 wieder mit dabei seid, wo wir dann endlich mal mit dem Burgeneroberungssystem hoffentlich anfangen und unsere frisch gekauften Söldner gewinnbringend für Eroberungsstreifzüge einsetzen. Vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, ne? Moment. Es ist doch nicht so schwer. Steht unter einem schweren Stern hier heute. Weil ich ein bisschen komisch finde hier, wenn ich mit den Fingern dran gehe, kriege ich diese Störsignale. Nicht, dass ich gleich electrocuted werde. Okay, ich habe das Kabel jetzt ausgetauscht, das Störgeräusch bleibt. Ja, geil. Aua! Also entweder sind beide Kabel Schrott oder mein Mikrofon. Oh Leute, ich will doch nur Vampire's Dawn spielen. Ja, neuerdings nicht mehr das Unreal Tournament Kind, sondern das Vampire's Dawn Kind. Kann mir mal jemand sagen, wo das jetzt fucking plötzlich herkommt? Das ist doch Kacke hier. Alter, ich habe mir gerade irgendwas im Rücken eingeklemmt, ey. Das ist eine Folge. Alter, fuck, das tut weh. Scheißdreck. Oh Gott, aua. Mann, das nervt mich jetzt hier. Die erste Folge bei der Aufnahme völlig abgekackt. Dann jetzt hier ständig diese Störgeräusche mit dem Mikrofon. Ich hab's im Rücken. Es zieht. Ich weiß nicht. Schmeißt mich einfach in den Fluss.